Oh Kinder, 3 Uhr nachmittags, Zeit für ein Kreuzworträtsel. Ja, es ist mal wieder soweit. Danke an alle, die bisher so weit gekommen sind, mitgekommen sind und immer noch weiter einschalten. Wir sind jetzt mittlerweile bei Tag 23. Und ich würde mal sagen, fangen wir mal an. Ich versuche mal hier so richtig schnell durchzugehen. Ein Holzraummaß. Was ist denn ein Holzraummaß? Was ist das überhaupt? Für alle Zeit. Ewig, auf ewig, auf ewig. Elektrische Maßeinheit ist natürlich das Watt. Watt? Bereitwillig. Gern. Natürlich. Bereitwillig schaut man sich diese Videos an. Nein. So, wir haben mal wieder den Professor Oak hier drin. Der Einfall. Ja, weiß ich noch nicht. Idee. Natürlich, es ist Idee. Ein arktisches Volk. Die Arkten. Würde passen, ist es aber wahrscheinlich, ist es wohl sicherlich nicht. Schubfach ist auch eine Lade. Ja. Britische Rockband. Abkürzung. Weiß ich noch nicht. Klatsch ist Gerede, ist Gedingse. Strom in Afrika ist wahrscheinlich dann der Nil. Ja. Metallteile verbinden. Loeten. So. Falatin, Blesse ist das. Blaesse. Oh Gott, was ist denn das? Was könnte das denn jetzt hier sein? Also hier kommt ja nur noch eine Sache mit rein. Ich würde mal erstmal die Allee eintragen. Ein Bildzeichnen. Nee, Bildzeichen. Ein Bildzeichen ist ein Symbol. Oho. Sternbild, Leier. Oh Gott. Lyra, natürlich. Ist ja easy, weil das zufällig auch das englische Wort dafür ist, für die Leier, glaube ich. Farbüberzug ist eine Glasur, eventuell Lasur. Lasur, nicht Glasur in dem Fall. Eine Rallye ist ein Autorennen, natürlich Rallye ausgesprochen, bevor hier jemand mir Böses unterstellt. Englisch, niemand. Na, das ist natürlich nobody. Oh Gott, eine Parade ist auch... Und hier bin ich tatsächlich gerade... Ich warte mal noch. Altperuanischer Adliger, das hatten wir mal. Das war der Inka. Mhm. Dafür, weiß ich noch nicht, einfältig, naiv. Milchprodukt ist zum Beispiel die Sahne. Aber das ist es hier nicht. Postsendungen sind Briefe. Ja. Kopfschutz ist ein Helm. Da können wir schon mal weiter. Die könnten... alles Mögliche gerade sein. Zimmerpflanze, Zimmerpflanze. Ein Abzeichen ist auch ein... ja. Ausgedehnt, ausgedehnt. Dann machen wir erstmal, tragen wir erstmal Reggae ein. Flach. Spaziergang. Ist Flanell. Nein, Quatsch. Was war denn der Auerochse? Jetzt ist auf einmal hier an dem UR noch was dran. Ach, Auerochsen. Ure, Ure. Ja. So, ein Spaziergang ist ein Bummel. Flach ist eben. Na eben. Französisch Freund ist mon ami. Ausnahmsweise weiß ich das.
Was für eine Gedichtform könnte das sein? Unbestimmter Artikel ist eine. Ausgedehnt lang? Ja. Fabel ist eine Mär. Ara. Ara was? Das Abzeichen ist erstmal das Emblem. So. Und ich glaube, Aralie. Ah, und die Elegie ist, ja, das hatten wir, glaube ich, letztens schon mal irgendwo. Zum Glück habe ich es mir irgendwo gemerkt. Was ist denn noch so für ein, was ist denn ein Milchprodukt hier? Ach, das ist, das weiß ich noch nicht. Dafür pro. Pro irgendwas ist, ja. Ist Evo? Nee. Hatten wir das auch schon mal? Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ero? Nee. Okay, das arktische Volk sind die Lappen. Nicht die zum Saubermachen, wieder mal. Einfältig. Rumpel. Nein. Würde ich auch noch mal Rede... Warte mal, ist Klatsch jetzt Rederei? Wer sagt denn bitte Rederei? Eine Rederei mit Doppel-E ist zum Beispiel was mit Schiffen. Ist Adele? 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 Ist ein Frauenname? Elo ist auf jeden Fall hier richtig. Einfältig. Kumpel. Ja, alle, die ein Kumpel sind, sind einfältig. Ich probiere übrigens mal was hier einfach. Stor. Stur. Ster. Holzraummaß. Ster. Eine Parade. Ich muss sagen, also da... Da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Da muss ich gerade... raten. Delile. Defilé? Ist das ein Defilé? Eine Defilé? Hab ich noch nie gehört, tatsächlich. Also ist das einfach nur ein Synonym für Parade? Ich werde das nochmal nachschauen. Und falls es noch was anderes bedeutet, würde ich das nochmal eintragen. So, einfältig. Das Milchprodukt ist natürlich Käse. Käse. Und simpel ist einfältig. Wir haben es doch mal noch geschafft. Huiuiui. Wie viel Zeit hat es mich denn gekostet, meiner wertvollen Lebenszeit? Nicht mal 9 Minuten. Okay, dann machen wir doch mal in dem Tempo weiter. Außer dieses Rätsel wird schlechter. 8 Buchstaben. Upsa. Okay. Alle wissen, dass hier ein Buchstabe, also welcher Buchstabe hier reinkommt. Ich wette, jeder weiß das mittlerweile, der die anderen Folgen gesehen hat. So, aber gebratene Fleischschnitte. Oh, das möchte ich gerne mal auf einer Speisekarte lesen. Ich möchte so gerne hier mal jedenfalls, ich denke gerade schon wieder weiter, während ich spreche, und deswegen spreche ich nicht, das tut mir leid. Ja, was heißt denn das nochmal?
Ach ja, genau. Ja, weiß ich. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich auch noch nicht. Da, nee. Bei damals passt damals nicht rein. Oh Gott. Aha, ja, okay. Ausschlagen. Noch weiß ich noch nicht. Ich wollte ja eigentlich erstmal eine Geistererscheinung. Oh. Okay, ja, ich glaube, ich weiß, was da reinkommt. Hier weiß ich auch, was reinkommt. Hier weiß ich, glaube ich, noch nicht, was reinkommt. Aber rasch machen? Ich weiß, was hier reinkommt zumindest. Okay, ich weiß, was hier reinkommt. Also der Buchstabe ist mir klar. Der ist mir klar, der ist mir klar. Lustigerweise könnte ich sogar dazu sagen, dass die beiden hier gleich sind. Okay. Das ist auch klar. Also, okay. Was haben wir denn hier? Indogermanischer Volksstamm. Oh Gott. Wenn ich das mal wüsste. Da kommt das rein. Habe ich denn noch irgendwelche? Okay, nee, ach so, nee, den wusste ich ja schon. Den Buchstaben wusste ich schon. Kann ich hier irgendwo? Oh, ich brauche einen französischen Vornamen, der nicht René ist. Für die 7. Das ist ja fies. Das ist ja fies. Ich würde mal langsam anfangen einzutragen, was ich schon weiß. Das ist. Ich weiß auch, was da ist, aber das lassen wir erstmal noch. So, dann haben wir hier ein U, da ein U. Hier wird wahrscheinlich sowas sein. Ich würde sagen, jetzt weiß ich das Wort. Okay, testen wir mal. Ich weiß noch nicht, was die Eierspeise gerade sein wird, aber es ist nicht Eiersalat. Passt auch gar nicht. Diebesbeute ist natürlich mir noch unbekannt. Also ich glaube, hier kommt ein N rein erstmal. Dann hier ein L. Und hier ein P. Ich sage, das Wort ist Kupplung. Ich sage erstmal, dass Kupplung ist. Das Wort ist Kupplung. Und jetzt mache ich weiter. Irgendwas mit hell? Ist vielleicht. Also, auf jeden Fall weiß ich. Ciao ist nicht. Ist nicht der italienische Abschiedsgruß. Kann man aber, glaube ich, auch als. Ist es wieder irgendwas mit Adio. Adio. Ja. Anscheinend. Ivi Ida haben wir hier. Vogelart könnte eine Gans sein. Ja. Ausschlagen ist hier dann also Knospen. So.
Damit haben wir das auch schon mal erledigt. Damals einmal. Ohne L. Einfach, lassen wir es einfach weg, so wie beim letzten Mal. Dienste leisten. Servieren. Nein, natürlich nicht. Nähgerät ist natürlich die Nadel. So. Knapp ist eng. Aktuell ist in. Ja, Dienste leisten ist ja dann wohl dienen. Wer hätte das gedacht? Und natürlich, hier, Leute, ihr habt es selber schon gewusst, dass, da muss ich euch nichts sagen. Es ist mal wieder die Etüde dabei. Huch. Ich wollte eigentlich da das R haben. Abschiedsgruß ist jetzt nochmal AD und nicht Adio. Okay, was ist denn das denn? Was ist denn das bloß? Also ich glaube, Frauenkurzname. Dann ist das auch Ina in dem Fall. Spitzkohl? Passt rein, muss es sein. Natürlich. Ah, natürlich. Also ich weiß jetzt auch, wer hier das ist. Ich glaube, der Name kommt auch in den Rocket Beans vor. Das ist das E von Rocket Beans. Ja, in Rocket Beans sind zwei E. Ja, warum ich sowas weiß, ich weiß es nicht. Eine Plane ist jetzt dann wohl auch eine Decke. Ein Knüller ist ein Clou. Kein Gnu, ein Clou. Ach ja, hier übrigens, auf das P bin ich gekommen wegen Spuk. Kurz für Spülmittel. Spüli. Ja, sowas muss man wissen anscheinend. Genau. August ist natürlich AUG. Positives ist Gutes. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal gehabt. Schon sicherlich zigmal. So, dann haben wir hier den Etat. Das Kloster ist die Abtei. Auch ständig mit drin. Damit haben wir auch die süddeutsche Landschaft Ries. Cool, dass es da so eine Landschaft gibt namens Ries. So, was ist... Diebesbeute ist aber nicht Sold. Geometrische Figur, dann machen wir das erstmal. Da haben wir nämlich den Kreis. Ah, die meinen das Spiegelei. Ja, ja. Aber die Kupplung ist bereits bisher... Moment. Taghell? Ja, ist auch ein anderes Wort für Licht durchflutet. Muss man so hinnehmen. Einst. Einst ist das. Ah, und hier ausnahmsweise mal wieder etwas, was ich weiß. Der indogermanische Volksstamm waren die Kelten gewesen. Also wenn ich so viele Buchstaben habe, dann weiß ich das wieder. Ach nee. Okay, Sold ist es sowieso hier nicht gewesen bei der Diebesbeute. Agil. Rege. Und dann ist das ja... Die Diebesbeute nennt sich Sore. Ich hätte jetzt gesagt, einfach Beute. Weichmetall ist, könnte, oh, mir fallen jetzt zwei mit vier Buchstaben ein. Ich weiß aber nicht, ob beide auch Metalle sind. Also ich weiß, ich wüsste ein Edelmetall. Das ist es nicht. Also gehe ich mal davon aus, das andere ist es. Also, Bläu. Ja, genau, Bläu. Wer kennt es nicht? Da kommt ein E rein, würde ich sagen. Ja, außerdem hier das Steak. Wollen wir nicht vergessen. Die Aktion. Mensch. Derzeitiger Stand. Ja, der Akt. Nein. Adams Frau ist natürlich Eva.
Wir wissen, es gibt nur einen Adam, es gibt nur eine Eva. Rasch machen, beeilen. Ja, und das sollte ich auch, damit ich schnell mit dem Rätsel hier fertig bin. Der Ist-Zustand. Oh, das ging doch diesmal gut. Haben wir denn hier irgendwelche Worte dabei, die jetzt schwer gewesen wären? Also Clou könnte sein, dass es vielleicht nicht mehr so ein gebräuchliches Wort ist. Etienne ist halt ein französischer Vorname. Kann man jetzt nichts anderes dazu sagen. Also ich glaube, ich könnte da keinen Wikipedia-Artikel finden, außer zu Leuten, die alle so heißen. Abtei, Ade, gutes Adio. Ja, ist halt wie Adieu oder Adios oder sowas. Ist alles aus demselben Brei entstanden, aber unterschiedlich. Ja. Blei ist ein Weichmetall, denn Blei ist weich und anscheinend ein Metall. Jetzt weiß ich das auch. Ja. Also diesmal habe ich auch hier an diesem Rätsel eigentlich gar nichts, wo ich so mich drüber aufregen könnte. Bei dem anderen war es jetzt noch hier, es war die Mehrzahl, dementsprechend kann ich mich über Ure auch nicht aufregen. Défilé, das klingt so ein bisschen nach was zu essen. Vielleicht wegen dem Filet am Ende. Aber ich glaube, das ist auch einfach nur ein Synonym. Hat das mal jemand von euch benutzt? Also falls das mal jemand benutzt hat, das wüsste ich gerne. Ja, die Gedichtsform Elegie hatten wir definitiv schon mal. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da was dazu... War das nicht diese traurige Sache? Diese negativ behaftete Gedichtform? Oder also mit eher negativen Gefühlen behaftete? Kann natürlich sein, dass ich das jetzt gerade verwechsel. Aber auf jeden Fall, wir sind durch. Es sind knapp über 20 Minuten geworden. Ich hoffe, ihr hattet die Zeit. Ich hoffe, es war mal wieder unterhaltsam. Ich hoffe, es gab Möglichkeiten zum Miträtseln. Und vielleicht hatte jemand die Kupplung vor mir. Kann auch sein. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.